Radio 1. Flake, des Tastenfickers Podcast. Herzlich willkommen. Heute jetzt um Musik. Und da fällt mir erstmal gar nichts ein, weil über Musik zu sprechen ist wie über Architektur zu tanzen. Ziemlich schwieriger Spruch, das ist genauso lustig wie lebe nicht deine Träume, sondern träume dein Leben oder umgekehrt. Oder die Realität ist nur was für Leute, die mit Drogen nicht zurechtkommen oder so. Ich habe mir mal so lustige Sprüche irgendwie, die man sich so oft gesagt hat und wer die kannte, der war cool und wer nicht, der hat gelacht. Jedenfalls ist es schwer, über Musik zu sprechen, weil man weiß nicht wirklich, was Musik ist. Aber heute geht's um Musik und das erste Lied heißt doch so. Wenn man das Lied hört, müsste man ja davon ausgehen, dass es eigentlich Musik ist, deshalb bräuchte man es nicht Musik zu nennen. Oder Music wird es ja ausgesprochen. Es ist ein bisschen so, als ob man jetzt ein Buch schreibt und nennt es Buch. Und dann denkt man, ja klar, es ist ein Buch, ich sehe es ja. Genauso erkennt man bei Musik, dass es auch Musik ist. Aber Madonna wird sich schon was dabei gedacht haben, als sie das so genannt hat. Madonna ist ja die einzige Madonna, die auch singen kann, die ich kenne. Die heißt natürlich ja nicht Madonna. Die heißt in Wirklichkeit irgendwas mit Cicerone. Ja, da wird man gedacht haben, dass jetzt so eine italienische Nachspeise ist, so eine Antipasti. Quatsch, Antipasti ist Vorspeise. Also eine Anti-Antipasti oder nur Pasti. Ich weiß ja nicht, ist Pasta nicht Nudel? Was ist dann Antipasti? Ist ja dann die Gegennudel. Und wenn Pasta Nudel ist, was sagen die dann zu Zahnpasta? Dann auch Nudel oder was? Keine Ahnung. Verkauft das letzte Hemd für die Karten vom Konzert. Alle wollen den Abriss gefedert und geteert. Wir haben euch vermisst, das ist viel zu lange her. Die Show kann jetzt beginnen und alle nur so yeah. Atme die Musik, denn das ist wie Ritalin. DK ist zurück mit wunderschönen Melodien. Die Kalotte klippt und sie fangen an zu streamen. Immer noch die Gürn,
keine Chancen zu erziehen. Nicht so wie Jay-Z, wir benutzen Autotune. Wir laden es ins Netz, denn sie lieben den Konsum. Silly Walk Excess, völlig ungeniert. Wir agieren so zielgruppenorientiert. Dom Perignon und da macht die Buddel Peng. Der Jumbo aus dem Game kommt aus der Lameng. Wir müssen nix erklären, denn das ist unser Slang. Du hängst in deiner Gang, aber wir hängen mit Sven. Und auf einmal hörst du so die Musik aus dem Kinderzimmer. Training. Wer macht denn heute noch so die Musik? Bei der Stellensuche in der guten Stube, endlich läuft man wieder so die Musik. Auf der Party neulich beim Guerilla-Schaukeln und aus dem Autoballer so die Musik. Beim Elternabend, beim Katerfrühstück und im Open Office. Dann bist du ausgelockt von den Freaks und dem Smog. Ob Chili Cheese Pop oder heftigster Mosch. Erschaff deine Welt, darin fühlst du dich safe. Kostet ein bisschen Geld, aber ist ja nur Geld. Soundtrack of your life wird gepumpt, mach es laut. Der zerraute Clown zerfeiert euch zu Staub. Wir zelebrieren den Krach, danach smashen wir Gitarren. Wir holen die Tröten raus und fallen völlig aus dem Rahmen. Lalalala boom, die Musik geht aus dem Leim. Wie Primaten kloppen wir auf Stock und Stein. Wir drücken die ganze Nacht auf die 808 und bauen uns Papierflieger aus Noten von Bach. Bach. So eine Musik, bei Reifenwechsel auf der Touri-Meile, du hast richtig Bock auf. So eine Musik, bei Pubertieren in der Midlife-Crisis, denn deine Seele braucht. So eine Musik, im Hobbykeller, beim Klinkenputzen, in der Tagesklinik. So eine Musik, bei der Weiterbildung, in der Todeszone, der ganze Laden feiert. Verkauft das letzte Hemd für die Karten vom Konzert. Alle wollen den Abriss gefedert und geteert. Wir haben euch vermisst, das ist viel zu lange her. Die Show kann jetzt beginnen und alle nur so yeah. Man ist so gut und alle nur so yeah. Ich mach auch yeah. Das war ein Deichkind, unverkennbar. Und die machen in diesem Lied ja eigentlich Werbung für sich selber. Das finde ich total gut, weil die ganz klar singen, dass sie gute Musik machen. Dann brauchen sie eigentlich die Musik dann ja nicht mehr zu machen, weil das ist ja dann schon das Lied dafür. Das ist richtig gut. Also ich ziehe da den Hut davor. Obwohl man eigentlich dieses Lied gar nicht auf die Platte machen dürfte, sondern nur einfach so davor und dann müsste die Platte kommen. Aber die haben einfach das als Teil des Ganzen genommen. Ist eine Sache, die man machen kann. Wir sind auch schon mal in die Falle getappt. Also es gibt auch eine Art, wie man sich ernsthafter mit dem, was man macht, auseinandersetzt. Und das macht hier Manfred Mauchenbrecher. Vielleicht ist heute ja der Tag, an dem ich zu mir selber sag, komm an die Arbeit. Hab alles reichlich überlegt, ich könnte es nennen mein Projekt, ich nenne es Arbeit. Ich bin dabei, mein eigener Chef, will im Gedudel und Gekläff, wenn ich gleich in den Park rausgehe, im Trubel der Passanten steh, mich nerven lassen angesichts von all dem, was so läuft durch nichts, und das ist Arbeit. Ich halt die Nase in die Luft, spür den süßen Grillfestduft schon, das ist Arbeit. Leg mich rücklings auf die Bank, schau den blauen Himmel an, und das ist Arbeit. Die Hunde, die Menschen ziehen, will ich stimmlos bellen sehen, doch schau ich weg und hör nicht drauf, schnüffeln sie trotzdem zu mir rauf, im Schoß der Wärme und des Lichts versuch zu denken, ich an nichts, und das ist Arbeit. Ich hab das Jucken leicht gespürt im Nacken, hab mich nicht gerührt und es ist Arbeit. Ein Vogel, der vom Baume kackt, die Lippen fest, bin nicht gezuckt und es ist Arbeit. Die gute Freundin, die mal eben schnell an meiner Parkbank plaudern will, mit einem, den sie grad erkannt, mit meinem Namen hat genannt. Ich tu, als wäre sie aus Luft und ihre Freundlichkeit verpufft und es ist Arbeit.
Ich sende Schweigen aus über die Welt. Schweigen und versenken. Das, was vielleicht am meisten fehlt. Ey, ihr blöden Gürn. Passt auf mit eurem Speiseeis, das tropft auf mich. Seht ihr nicht, was ich hier mache? In Wellen der Wärme und des Lichts versucht zu denken ich an nichts und das ist Arbeit. Ich war ein wenig weggeträumt, hab drum die Ankunft wohl versäumt, der Herrn vom Fernsehen. Jetzt stehen sie hektisch um mich rum, ein Mann mit Mikro, niemals stumm, schreit grad, wir wären sie. Wie dieser Penner auf der Bank von außen, dick von innen blank, mit seinem Schweigen unserer Welt mit mir zusammen gleich den Spiegel vorhält. Und damit gibt er mir ein Glas, ich sag, Herr Schlingensief, ihr Schweigen würde ich gern sehen. Lass jetzt die Nase in der Luft, das Ohr vergisst schon, was es ruft, und das ist Arbeit. Die Sonne gelbe Punkte tanzt, bis du sie nicht mehr zählen kannst, der Lohn der Arbeit. Die Arme und die Beine leicht, vielleicht noch eines dich erreicht an diesem schönen Frühlingstag. Jemand, der rückmalt zu dir sagt und später auf der Bahn des Lichts sowas wie, mach ruhig weiter. Mach doch nichts. Bleib bei der Arbeit. Süße Arbeit, süßes Nichts. Ich habe das Lied so verstanden. Maurenbrecher ist Musiker, Berufsmusiker, ist er ja schon lange. Um Musik zu machen, muss er Eindrücke aufnehmen aus der Welt, sich mit anderen Menschen auseinandersetzen und irgendwas erleben. Und das braucht er ja, um seine Musik zu machen. Deshalb bezeichnet er das als Arbeit. Egal, was er macht, ob er früh aufsteht, ob er mit der Freundin streitet oder so, ist für ihn Arbeit. Ich habe, als ich das Lied gehört hatte, habe ich mal 2 Wochen lang auch immer gesagt, das ist Arbeit, wenn ich mir die Zähne geputzt habe oder... Wenn ich mich entspanne, ist ja dann auch Arbeit eigentlich, weil das gehört ja dann auch dazu. Wenn ich gut arbeiten will, muss ich mich ja auch gut entspannen, damit ich körperlich fit bin oder gesund. Also ist eigentlich, wenn ich abends ins Bett gehe und schlafe, ist Arbeit, weil das brauche ich ja. Das ist im Prinzip so, wie ich ihn verstanden habe. Aber ich teile die Meinung nicht unbedingt. Für mich ist ja schon das Musikmachen keine Arbeit. Und erst recht nicht die Sachen, die ich machen muss, um Musik zu machen. Oder mein ganzes Leben ist keine Arbeit. Ich sehe mein Leben eher als was Lockeres wie Musik. Mama don't allow no jazz music in here. Mama don't allow no jazz music in here. We don't care what mama don't allow. We have that music in the old house. Mama don't allow no jazz music. Mama don't allow that what for playing here. Mama don't allow that what for playing here. We don't care what mama don't allow. We have that what for in the old house. Mama don't allow that what for playing in the old house. Mama didn't love it.
me play. Das war eine Art Rundgesang oder Ringgesang, was davon handelt, wie schwierig es ist, Musik zu machen oder dass die Mama was dagegen hat, dass die Jungs in der Wohnung Musik machen, obwohl ein Mädchen war auch dabei. Und da war eben der Kehrreim, wie man früher sagte, der Refrain, Mama don't allow that the Skiffles playing here oder that music playing here. Das heißt, die Mama will natürlich nicht, dass da eine Skiffle-Band spielt. Skiffle war so ein Mittelding zwischen Dixieland und Anfang Rockabilly, wo man auf selbstgebauten Instrumenten gespielt hat. Da gab es den Kastenbass, was einfach eine Holzkiste war mit einer Stange drin und eingespannter Draht dazwischen. Und wenn man am Griff an diesem langen Holzstock gezogen hat, spannte sich natürlich die Saite und der Ton ging nach oben. Und das waren die Skiffle-Bands und in jeder Strophe wurde dann das Instrument aufgezählt und dann spielte als Solo im Prinzip das Instrument, was erwähnt wurde, falls man das nicht mitgekriegt hat. Das war Doc Watson. Der hieß natürlich nicht Doc, weil die wenigsten Menschen werden geboren und heißen Doc, sondern der hatte mal ein Konzert im Möbelhaus, was für manche Bands die letzte oder erste Chance ist, überhaupt live aufzutreten. Und da gab es eine Radioübertragung, ich weiß auch nicht, wieso es Radioübertragungen aus dem Möbelhaus gab, aber das war so in North Carolina. Und der Radiomoderator konnte einfach den Namen Arthel nicht aussprechen und nannte ihn Doc Watson, weil in der Zeit war Sherlock Holmes recht beliebt und da heißt der Doktor ja auch Watson. Also Watson heißt Doc. Wir machen Musik, da geht euch der Hut hoch. Wir machen Musik, da geht euch der Bart ab. Wir machen Musik, bis jeder beschwingt singt. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Wir machen Musik, da geht euch der Knopf auf. Wir machen Musik, da bleibt euch die Luft weg. Wir machen Musik, bis euch unser Takt packt. So, la, sol, mi, do. Mit Musik ist ja das ganze Leben nur noch halb so schwer. Mit Musik erreicht man ja auf dieser Welt bestimmt viel mehr. Wir machen Musik, da geht euch der Hut hoch. Wir machen Musik, da geht euch der Bart ab. Wir machen Musik, bis jeder beschwingt singt. Wir machen Musik, wir machen Musik, wir machen Musik. Wenn du auch mal dein Glück verpasst, beklag nicht dein Geschick. Und wenn du auch mal Sorgen hast, vertreib sie mit Musik. Denn wer zum Trost kein Liedchen kennt, pfeift auf dem letzten Loch. Und wenn der ganze Schnee verbrennt, die Asche bleibt uns doch. Thank you.
Das war Ilse Werner und raten Sie mal, ob Ilse Werner auch wirklich Ilse Werner hieß. Nein, hieß sie nicht. Sie hieß irgendwie Ilse Charlotte Still und wurde auf Java geboren. Ich dachte, das war so ein Motorrad aus Tschechien, aber das scheint auch eine Inselgruppe in den niederländischen Antillen oder Indien zu sein. Und ihre Eltern waren Plantagenbesitzer, die pleite gemacht haben. Und dann zogen sie völlig verarmt 1931 zurück nach Frankfurt am Main und ging an eine deutsche Schule. Und hat sich da ab da dann Ilse Werner genannt. Weil, das, ja, sie hat dann, fragen mich nicht warum. Man hat sie schon mal gehört bei einer Sendung von mir, lob ich vielleicht, weil bei den Ärzten hat sie gepfiffen. Bei Ohne dich. Und sie hat ja eben auch gepfiffen, das war sie auch selber. Und mit Max Rabe hat sie auch schon was zusammen gemacht. Und der Text spricht absolut für sich. Sie sagt einfach, warum sie Musik macht und wie schön es ist, Musik zu machen. Ich finde es immer wieder gut, wenn man sowas extra singt, weil eigentlich merkt man das ja auch von selbst. Also man kann es aber auch singen und sagen, weil das klingt sehr schön, besonders wie man jetzt hört bei Marika Röck. Ich brauche, mir fehlt kein Chiki-Chiki-Afi-Da. Ich brauche Musik, Musik, Musik. Ba-da-da-da, ba-da-da-da. Ich brauche Musik, Musik, Musik. Doch eine ganze Kleinigkeit, die brauch ich noch dazu. Und diese große Kleinigkeit bist du, nur du, bist du, 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 du. Ich brauche keine Millionen, mir fehlt kein Pfennig zum Glück. Ich brauche weite nichts als nur Musik, Musik, Musik. Ein junger Mann, den ich sehr liebe, weil er bezaubernd ist und nett. Der dachte neulich, dass er mich zur Ehefrau gern hätt. Doch war er leider schrecklich aber, denn der zu fragen nicht gewagt. Da habe ich als Antwort ihm nur Folgendes gesagt. Ich brauche keine Millionen, mir fehlt kein Pfennig zum Glück. Ich brauche weiter nicht als nur Musik, Musik, Musik. Ich brauche kein Schloss, um zu wohnen, kein Auto, funkelt und schick. Ich brauche weiter nicht als nur Musik, Musik, Musik. Doch eine ganze Kleinigkeit, die brauch ich noch dazu, jawohl, und diese große Kleinigkeit bist du. Ich brauche keine Millionen, mir fehlt kein Pfennig zum Glück. Ich brauche nur deine Liebe. Podcast. Just let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. I have no kick against modern jazz. Unless they try to play it too darn fast. Change the beauty of the melody until it sounds just like a symphony.
That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me. I took my loved one over across the tracks so she could hear my man a wailing sax. I must admit they have a rockin' band. Man, they were blowing like a hurricane. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me. Way down south they gave a jubilee. The Georgia folks they had a jamboree. They're drinking home from a wooden cup. The folks dancing got all shook up and started playing that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me. Don't care to hear them play a tango. I need to move to dig a mambo. It's way too early for the Congo. So keep a rocking that piano so I can hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. Chuck Berry darf das natürlich, weil er hat die Rock'n'Roll-Musik faktisch erfunden. Er ist der Vater des schwarzen Rock'n'Rolls. Und wenn er von Rock'n'Roll-Musik singt, finde ich das total okay, weil die Welt, die kannte das zu der Zeit ja noch gar nicht. Bill Haley war vielleicht der Erste mit Rock Around the Clock, aber das war ja nur Rock und nicht Rock'n'Roll. Also da fehlt es Rollen. Und Chuck Berry hat das wirklich begründet mit seinen Liedern, mit Maybelline. Und ich finde es total gut, dass der den Leuten erstmal erklärt, dass die dazu auch tanzen können. Und das ist jetzt der Rock'n'Roll, den er spielt. Die Idee haben viele gleich aufgenommen. Und die Stones haben das sogar noch so reflektiert, dass sie gesagt haben, es ist halt nur Rock'n'Roll, aber ich mag's. Love song so divine. Would it be enough?
Das Lied ist wirklich von der Platte It's Only Rock'n'Roll. Die kannte ich gar nicht. Ich kannte das Lied von einem Sampler, wie man das jetzt so nennt. Das hieß Made in the Shade. Das hat mein Bruder mal aus dem Intershop gekriegt. Frag mich nicht, wo der das Geld her hatte. Das war eine hässliche Platte, muss man mal sagen. Ich bin großer Stones-Fan, aber da liegt so ein Mann ohne Kopf auf dem Liegestuhl und hinten war eine Pyramide oder so. Der hat so einen Drink in der Lehne. Ich dachte, das sollen jetzt die Stones sein mit so einem Dreckscover. Ich wusste ja nicht, was das soll, aber das war halt so ein Zusammenschnitt aus mehreren Titeln. Und das Lied kannte ich an sich schon eher, und zwar von einer Nachspielband. Das war Pardon. Als wir mit Feeling B früher gespielt haben, hatten wir noch keine Einstufung, keine Spielerlaubnis und mussten mit anderen Bands mitfahren. Und Pardon war eine Band, die so aktuelle Hits nachgespielt hat, wobei sie kein Problem hatte, Ideal, die Stones und Bab hintereinander zu spielen oder so. Und das war eben ihre Coverversion von den Stones. Die hatten auch noch diese Tumbling Dice, wo ich jetzt noch nicht weiß, was das heißt. Und eben It's Only Rock'n'Roll. Und der Keyboarder hat mitgespielt auf einer Winston-Orgel. Und ich musste mich mit dem gut stellen, weil ich wollte ja später selber dann mit seiner Orgel spielen, weil ich konnte meine schwere Weltmeister-Orgel nicht immer zum Konzert mitnehmen. Wir sind ja mit der Eisenbahn da einfach den Bands so hinterhergefahren. Und ich habe den immer gefragt, darf ich auf deiner Orgel spielen? Er so, nee, wisst ihr, meine gute Winston-Orgel und aus England und ich will nicht immer, dass da jemand drauf spielt. Und dann bin ich mit ihm auf die Bühne gegangen und habe mir die Orgel angeguckt. Und da war das original meine Weltmeisterorgel, die schwarz gestrichen war. Und irgendein Spaßvogel hat da Winston so drauf geschrieben. Und der denkt wahrscheinlich bis jetzt noch, dass er eine gute Winston-Orgel hat. Ich habe es ihm besser so nicht gesagt, damit er nicht wütend ist und mich so trotzdem drauf spielen lässt. So viel zum Rock'n'Roll. Joan Jett hat auch gesagt, I love Rock'n'Roll. Und sie hat einen kleinen Trick in das Lied eingebaut. Immer wenn man denkt, dieses Acht-Takte-Schema wird zu Ende gespielt, hackt sie vom letzten Takt 2/4 ab und dann kommt gleich wieder I love Rock'n'Roll. Also das I kommt immer zu früh und hackt den Rest weg und dadurch bekommt das Lied so eine Dringlichkeit und so eine, da fällt man immer in so ein Loch rein und überholt im Prinzip das Lied, weil das eigentliche Lied müsste vom Taktschema her länger sein und weiterlaufen und man fährt da so rechts dran vorbei. Und wenn Sie mal drauf hören im Refrain, dann merken Sie das, dass Sie da diesen Trick gemacht hat, um den Rock'n'Roll richtig geil zu machen. Thank you.
letzten Refrain war jetzt. Davor hat es noch ordentlich gemacht. Aber man hat gemerkt, dadurch, da zieht das Lied so ein bisschen an. Und das ist der Rock'n'Roll. Und wenn Leute über den Punk singen, denke ich, dass das inhaltlich alles genau dasselbe ist. Ob nun Rock'n'Roll oder Punk. Früher war Swing. In 20er Jahren sind die beim Swing so durchgedreht, dass die gedacht haben, die sind wahnsinnig geworden. Als sind das Epileptiker oder so. Und als dann Rock'n'Roll war, da haben sie gesagt, naja, da haben sie ganz sanft getanzt. Und als die Punks kamen, die sagen, ihr Rock'n'Roller, das war da ja nichts, bei uns wird alles zerkloppt und so. Inhaltlich ist alles gleich. Ich glaube, nur die Zeit hat sich geändert. Punk scheint sehr wichtig zu sein, alle zu verneinen, denn die sagen ja, no future, also Hauptsache nicht, God save the Queen, okay, da ist keine Verneinung drin, aber auf jeden Fall bei Pill, wenn Johnny Rotten singt, this is not a love song, er könnte sich nicht vorstellen zu singen, this is a love song, weil der Gag ist, es ist ein love song für seine Frau, die aus Deutschland kommt und er ist mit ihr immer noch zusammen, also hat das Lied anscheinend doch was genützt. Yeah.
So sieht es aus, wenn Punk ein Liebeslied macht. Und als nächstes hören wir, wie das ist, wenn Ameisen für Menschen Musik machen oder Menschen für Ameisen. Das wird mir jetzt nicht ganz klar. Vor meinem geistigen Auge habe ich jetzt diese Blattschneider-Ameisen in Grüppchen schnell über die Straße sehen laufen mit ihrem Blättchen so auf dem Rücken. Ich habe die wirklich gesehen. Ich dachte, das ist ein totaler Witz, dass es die gibt. Aber die gibt es wirklich. Ich war irgendwie in Argentinien und habe mich wohl mal hingehockt, weil ich Durchfall hatte oder so auf der Straße. Und da habe ich gesehen, dass die wirklich größere Blätter tragen als ihr Körper. Also ich würde mal sagen, das Blatt war 10-mal so groß wie der Körper, den die hatten. Und ich weiß nicht, mit welchen Beinen die die auf dem Rücken festgehalten haben. Weil eine Ameise hat meiner Meinung nach 6 Beine. Und ich denke mal, sie haben 4 zum Laufen genommen und 2, um das Blatt festzuhalten. Oder sie haben es im Mund gehabt und haben den Kopf so schräg nach hinten gehalten. Dann muss ich es nochmal genauer so beobachten, wenn ich da bin. Ich habe es nur gesehen, dass es wirklich auch funktioniert. Die tragen eine nach dem anderen die Blätter von A nach B. Nach der Ameisenmusik von Adam and the Ant kommt die Fahrstuhlmusik Elevator Music von Beck. Beck ist ein interessanter Künstler, der angefangen hat wie viele, indem er in seinem Wohnzimmer gesessen hat oder Kinderzimmer in dem Fall. Ich weiß gar nicht, wer noch Wohnzimmer braucht, weil eigentlich, wann sitzt man im Wohnzimmer? Ich bin nie im Wohnzimmer, ich bin in der Küche, da esse ich. Wenn Gäste kommen, bin ich in der Küche und sonst bin ich im Bett. Ja, vielleicht führe ich auch kein normales Familienleben. Jedenfalls hat er in seinem Zimmer gesessen und Kassetten aufgenommen.
Und dabei ist er auch auf diesen Titel gekommen. Er ist beeinflusst von seinem Großvater, der lebte in Köln, in Deutschland. Also ich weiß nicht, ob es noch in Köln gibt. Ich kenne das in Deutschland. Jedenfalls ist er da öfter mal hingefahren. Und sein Großvater war Fluxuskünstler, hieß L. Hansen. Und der hat ihm ganz viel über Kunst beigebracht, was Beck später auch benutzt hat und was ihn inspiriert hat und was ihn beeinflusst hat. Und Beck zog dann 89 nach New York und hat dort, hier steht vergeblich, sich in der von Punk beeinflussten Szene versucht, einen Namen zu machen. Ich habe lange überlegt, was Fluxus bedeutet. Für mich klang es wie ein Staubsauger oder so. Aber das kommt natürlich aus dem Lateinischen von Fließen. Fließen, vergehen. Und ist eine Kunstrichtung aus den 60er Jahren, wo es nicht auf das Kunstwerk ankommt, sondern nur auf die schöpferische Idee und wie das eben so fließt und entsteht. Und das ist im Prinzip eine Fortführung des Dadaismus, weil beim Dadaismus war ja auch das Kunstwerk, das Bild an sich gar nicht existent, aber irgendjemand hat eine Stunde auf Tonband Vogelzwitschern aufgenommen oder irgend sowas. Oder dieses Gedicht Fisches Nachtgesang von Ringelnatz würde ich als dadaistisch einordnen. Ich kann es jetzt leider nicht wiedergeben, weil ich kein Fisch bin. Und da zählt eben die geile Idee, dieses Verrückte daran, dass man irgendwas macht, was es noch nicht gab, ohne dass es jetzt ein Kunstwerk gibt, was man angucken kann. Das hat was Avantgardistisches, natürlich völlig klar. Und zu den Mitbestreitern zählten Batzong Brock, John Cage, George Brecht, Marie Baumeister, Wolf Hostel, Arthur Köpke, Benjamin Patterson, Emmett Williams, Dick Higgins, Ludwig Goselitz, Alison Knowles, Yoko Ono, Robin Page, Thomas Schmidt, Ben Vautier, Robert Filou, Joseph Beuys, Nam June Paik und Charlotte Moormann. Wer mehr als drei Namen kennt, ist ziemlich fit im Kunstbereich, sag ich mal. Ich kannte eigentlich exakt drei. Yoko Ono, Beuys und John Cage. Naja, ist nicht dolle, aber ich habe nur 10 Klassen war. Super, get it out of the frame. I shake my leg on the ground like an epileptic battery. Man, I'm making my moves, letting loose like a bell. Little worse for wear, but I'm wearing it well. Tell me, what's wrong with a little grind and bump? When the stereos are rough with the kick, drum, punch. But you do it once, probably do it again and again. You did it before, but you're more erratic than them. When you had a rough night, the ride's just begun. Let a little bit of this pass with its done. Don't let it hold you back. You're already said, no dead flowers gonna grow till the dirt gets wet. Put the elevator music on, pull me back where I belong. Ambulance sings along, the fire on the wall doesn't know what's wrong. If I can forget myself, find another lie to tell. If I had a soul to sell, I'd buy some time to talk. In a bottle of pain, it's like the schoolhouse lights will never turn on again. Till the bottom wears off with these high heel boots. The body's all moved, some backbone roots. Everybody working hard till the yard's all clean. But this is washed good in the washing machine. Now you brush your teeth and you comb back your hair. You drive your vehicle like you just didn't care. You walk into work with the boys and the girls, and you're doing it to death. It's the end of the world. Now there's everybody sweating, forgetting what's on their minds. With your hand like the mirror, you can see what's inside. When you're down and out, counted, and there's nothing that's real. It's like a plastic heart too amputated to feel. I got a soda can Bible song. Chase.
des Tastenfickers Podcast. Man, what is this? Man, what is this? Some say the same real, but yo, we just don't care. Cause we different. Coming with hot joints to hit ya. World premiere, loud and clear. Wir sind Sie, und das ist unser Gebiet. Singende Caballeros auf dem bombigen Beat. Einfach Sie, boom. Wenn sich der Nebel verzieht, dann hörst du irgendwie von irgendwo so heiße Musik. Wir reiten breit wie die Heidereiter, die Münder sind meilenbreiter. Der Gaul ist der Riddle, Jolly jump mal die Leiter weiter. Nach oben geht's, Freunde, und zwar noch nur beide, Alter. Auf dieser Tour de France sind wir der reitende Reisebegleiter. Berliner Jungs auf Abwägen, Kursform abheben. Die erste Platte machen ist wie ein extra dickes Eile. Eigentlich bis von Amts wegen mal richtig was aufs Dach geben. Puristen-Style-Polizisten mit 7-0 vom Platz fegen. Hör mal, du hast den Anschluss verloren. Dafür bekommst du jetzt einen Satz warme Ohren. Aufzuholen gibst du dein Gaul die Sporen. Wahrscheinlich bist du einfach nicht zum Reiten geboren. Wir sind Sie, und das ist unser Gebiet. Singende Caballeros auf dem bombigen Beat. Einfach Sie, boom. Wenn sich der Nebel verzieht, dann hörst du irgendwie von irgendwo so heiße Musik. Das ist doch voll der Wahnsinn, ist das Dub oder Rap? Sie, und das ist unser Gebiet. Singende Caballeros auf dem bombigen Beat. Einfach Sie, boom. Wenn sich der Nebel verzieht, dann nenn es so oder so, es bleibt dieselbe Musik. I used to jump on the rhythm, man. Juggle, juggle. Jolly jumper when me a ride, man. Bubble, bubble. You see the people know already about me. Struggle, struggle. Me never give up the fight me give you. Double, trouble. Aye. Me never consider to take a break. Me heart ache, my bone shake and I'm a road full of snake. Sticks and stone off a break my bone until I reach Berlin to build a city home. Catch a family tune out in the boom. We spread doom soon. Dance in the doom. Sign our rune in June. On the moon, stay in blue noon. Design sculpture in our belt culture. Round and find result, job up to skull star. Everyone here and there, everybody care. Don't swear, be aware, we wanna share. Hör mal, du hast den Anschluss verloren. Dafür bekommst jetzt einen Satz warme Ohren. Aufzuholen gibst du dein Gaul die Sporen. Wahrscheinlich bist du einfach nicht zum Reiten geboren. Wir sind Sie, und das ist unser Gebiet. Singende Caballeros auf dem bombigen Beat. Einfach Sie, boom. Wenn sich der Nebel verzieht, dann hörst du irgendwie von irgendwo so heiße Musik. Wir sind Sie, und das ist unser Gebiet. Singende Caballeros auf dem bombigen Beat. Einfach Sie, boom. Wenn sich der Nebel verzieht, dann nenn es so oder so, es bleibt dieselbe Musik. Das war unverkennbar Seed, haben sie ja selbst gesagt. Im Vergleich zu Deichkind, weil Deichkind haben sich selber im Lied jetzt gar nicht erwähnt. Deichkind haben bei Leider geil gesungen. Ja, die Musik von Deichkind ist nicht so mein Ding, aber ihre Shows sind leider geil. Weil ich eine Viertelstunde lachen musste, wie man auf einer eigenen Platte singen kann. Die Musik von Deichkind ist nicht so mein Ding, finde ich genial. Aber ansonsten haben sie ja nur so eine Musik gesungen und Seed hat mal von sich selber richtig gesungen. Wir sind Seed, wir machen jetzt die Musik. Das finde ich total gut, dass es mal so personifiziert worden ist. Das nächste Lied handelt mal von einem anderen. Grönemeyer singt nicht von sich selber, was sehr angenehm ist, sondern er singt von einer Frau, die Musik nur mag, wenn sie laut ist. Das Kitzeln im Bauch macht sie verrückt.
Musik nur, wenn sie laut ist. Das ist alles, was sie hört. Sie mag Musik nur, wenn sie laut ist. Wenn sie in den Mann fährt. Sie mag Musik nur, wenn sie laut ist. Wenn der Boden unter den Füßen bebt, dann vergisst sie, dass sie taub ist. Wow, 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 wow. Könnte ein Musiker mal fragen, warum er eigentlich Musik macht? Das ist eine Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist, weil es wird kaum einer sagen, ja, ich will reich und berühmt werden oder hier nackte Frauen und Swimmingpool oder so, sondern die meisten haben ja irgendeinen tieferen Grund, weshalb sie sich überhaupt von der Jugend an mit Musik beschäftigen oder so. Und wenn man mich das fragen würde, ich hätte überhaupt keine Antwort. Ich brauche einfach auch keinen Grund, um Musik zu machen. Ich mache jetzt nicht Musik, weil ich irgendwas will, sondern ich mache einfach Musik, wenn überhaupt, wenn ich mal welche mache. Also ich finde nicht, dass man da irgendwie nachdenken müsste, um einen Grund zu haben, aber manche Leute machen das eben doch, kommen letztendlich zu einem ähnlichen Ergebnis alle. Was sollte es für einen Grund geben, um Musik zu machen? Wir fragen mal Konstantin Uhr, hätte ich fast gesagt, weil ich das früher als Lehrling gesagt habe, um lustig zu sein. Ja, natürlich heißt er Konstantin Wecker. Er war Sänger wie andere Bäcker oder Handelsvertreter sind. Er verkaufte sehr gut, denn er hielt sich an die Sonne, den Mond und den Wind. Seine Welt war so herrlich gerade, seine Hände so weiß und so rein. Und er sang sich ganz ohne zu zögern in die Seele des Volkes hinein. Doch ganz plötzlich befiel ihn das Singen, wie einen ein Fieber befällt, so als hätte sich irgendwas in ihm gegen ihn gestellt, so als hätte sich seine Stimme über ihn hergemacht. Und das stumme Gestammel des Sängers plötzlich zum Schweigen gebracht. Ich singe, weil ich ein Lied hab, nicht weil es euch gefällt. Ich singe, weil ich ein Lied hab, nicht weil ihr es bei mir bestellt. Ich singe, weil ich ein Lied hab. Es gab viele, die hatten bis dato ihr tägliches Brot an ihm. Und sie sahen die Sangesmaschine aus ihren Fängen entfliehen. Und die Mädchen verließen den Sänger und der Ruhm stieg dem Nächsten ins Haupt. Und es wurde ihm einfach alles, was früher für ihn war, geraubt. Und so trug man den Sänger zu Grabe und ein neuer stieg lächelnd ins Land. Er verkaufte sehr gut, denn er hatte sich besser in der Hand. Nur von Weitem und etwas verschwommen
schon zu leise, um noch zu bestehen. Sucht dein Lied sein Recht zu bekommen, doch man kann es schon nicht mehr verstehen. Ich singe, weil ich ein Lied hab, nicht weil es euch gefällt. Ich singe, weil ich ein Lied hab, nicht etwa, weil ihr es bei mir bestellt. Ich singe, weil ich ein Lied hab, nicht weil ihr mich dafür entlohnt. Ich singe, weil ich ein Lied hab, und keiner wird von mir geschont. Ich singe, weil ich ein Lied hab. Ich finde, Konstantin Becker zieht hier eine klare Linie zwischen einem Musiker, einem Künstler und einem Unterhaltungsmusiker, wie nennt man das halt, weil so Robbie Williams zum Beispiel sagt ja, let me entertain you, was für mich einfach, lasst euch ein bisschen so unterhalten, und Konstantin Becker sagt klipp und klar, ich will euch nicht unterhalten, ich will mein Lied vortragen, und das finde ich ganz doll gut, diese Haltung zu sagen, ich habe was zu sagen, mir ist scheißegal, was ihr davon haltet. In der DDR hatten wir so einen ähnlichen Mann, der hieß Trötsch, der hat natürlich nie eine Platte machen dürfen oder irgendwelche Aufnahmen gemacht. Deshalb kann ich auch sein Lied leider nicht spielen, weil ich es nicht mehr gefunden habe. Ich habe auch nur noch Kassetten. Da hat er auch ein Lied über einen Liedermacher gemacht und hat gesagt, der letzte Liedermacher fährt nach Haus, hat wieder eine nicht vorhandene Schlacht geschlagen. Jetzt sitzt er im Zug, müde und allein, und das kotzt ihn an, für die krepiert zu sein. Das fand ich auch, das ging mir auch total ans Herz, wie er so alleine, Schlacht ist geschlagen und im Prinzip interessiert so keine Sau, und man hat sich hat sein ganzes Leben da reingehängt und so. Musik machen ist eine ernsthafte Sache, wenn man das wirklich ernst auch betreibt. Und wenn man dann so ein Lied gemacht hat und das wird dann noch kaputt gemacht, ist es dann besonders schlimm, wie Melanie schmerzhaft feststellen konnte. Look what they done to my song, Ma. Look what they done to my song. Well, it's the only thing that I could do half right, and it's turning out all wrong, Ma. Look what they done to my song. Look what they done to my brain, Ma. Look what they done to my brain. Well, they picked it like a chicken bone, and I think I'm half insane, Ma. Look what they done to my soul. I wish I could find a good book to live in. Wish I could find a good book. Well, if I could find a real good book, I'd never have to come out and look at what they've done to my soul. La 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 la. It'll all be all right, Ma. Maybe it'll all be okay. Well, if the people are buying tears, I'll be rich someday, Ma. Look what they done to my son. Ils ont changé ma chanson, Ma. Changer ma chanson, c'est le son.
chose que je peux faire et ce n'est pas bon. Ils ont changé ma chanson. Look what they done to my song. Look what they done to my song, Ma. Well, they tied it up in a plastic bag, turned it upside down, Ma. Look what they done to my song. Ils ont changé ma chanson, Ma. Look what they've done to my song, Mama. Look what they've done to my song. It's the only thing I can do, all right. And they turn it upside down, Mama. Look what they've done. Die Stimme von Melanie geht mir sehr ans Herz und berührt mich emotional so stark, dass ich da wirklich nicht mehr von Unterhaltung sprechen kann. Also das sind Gefühle, die mit Unterhaltung eigentlich nichts zu tun haben. Es ist mehr so Aufrühren oder so. Musik kann wirklich sehr, sehr viel im Menschen erreichen, so dass man Musik sogar als Medizin benutzen kann. Also Musik ist Medizin. Und zwar eine sehr gut wirkende, kann man bei jeden Krankheiten im Prinzip einsetzen. Und ein Musiker nannte sich direkt auch Dr. Feelgood, weil er der Meinung war, dass er mit seiner Musik die Menschen sich besser fühlen lassen kann, was absolut der Fall ist, wenn man das hört. Das waren ursprünglich zwei Brüder, Willie Perryman und sein Bruder Rufus. Und die sind beide selber nicht sehr gesund gewesen, weil die waren an Albinismus erkrankt. Man sagt bei Menschen nicht, dass sie Albinos sind, das sagt man nur bei Tieren. Und das ist dann eben eine Störung der Biosynthese der Melanine, woran wir gleich von Melanie kommen. Jedenfalls sind die ganz hell und dadurch ganz empfindlich für Sonnenbrand und Hautkrebs. Und er ist dann letztendlich auch an Hautkrebs gestorben, was sehr traurig ist, weil er wahrscheinlich sehr vielen anderen Menschen mit seiner Musik helfen konnte und sie gesund gemacht hat. Sogar mir ging es nach jedem Mal hören wesentlich besser. The old music spirit is beginning to move around in here now. I get it from the universe and I'm fixing to pass it out there to you. All right. Ain't gonna be yo low down dog no more.
Von der Musik bekommt man wenigstens gute Laune. Und gute Laune ist ja schon ein wesentlicher Bestandteil von Gesundheit. Früher haben sie natürlich gesagt, in einem gesunden Körper kann ein gesunder Geist stecken. Das halte ich für völligen Blödsinn. Weil Sport oder sowas ist für mich ja nichts Gesundes. Ist ja für mich einfach Schmerz. Also wer einen Sinn in Sport sieht, kann es mir mal sagen. Für mich ist Sport einfach Leute, die nicht wissen, was sie anziehen sollen, sich Turnschuhe kaufen oder so. Nee, ist völlig bescheuert. Aber Sport ist keine Basis für einen gesunden Geist, so auf jeden Fall. Oder so gute Laune eher. Und ich bekomme sehr gute Laune bei Helge Schneider, der ja auch guter Musiker ist und auch über Musik singt. Und mir ist letztendlich die Musikrichtung, die irgendjemand macht, völlig egal. Ob das Jazz ist, Punk, Blues, Rock, weiß ich, was das noch alles gibt, Techno oder so. Die Musik ist egal. Wichtig ist, dass es Musik ist, sag ich mal. Keine Tapeten an den Wänden und kein Teppich auf dem Boden. Nur einfachster Belag, Brot ohne Butter. Das reicht mir für ein Leben mit dir, mein Schatz. Über uns der graue Himmel und keine Kohlen im Ofen. Nur ein Bett aus Stroh. Das reicht mir für ein Leben mit dir. Und ich nehme die Gitarre und ich greife einen Akkord. Ich spiele eine Melodie, Melodie, die trägt uns fort. Melodie der Träume, ich hab sie für uns beide ausgedacht. Und wie zwei Schwalben im Wind geistern wir durch die Nacht. Lippen begegnen sich, Hände berühren dich, wir sind zur Liebe geboren. Und vor dem Traualtar ist noch ein Plätzchen frei, es ist der Platz für uns zwei. Und alle mitsingen. Na, 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 na. Auch Peter. Na, 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 na. Lippen begegnen sich, Hände berühren dich, wir sind zur Liebe geboren. Und vor dem Traualtar ist noch ein Plätzchen frei, es ist der Platz für uns zwei. Die Musik brachte uns zusammen, die Musik, die wir so lieben. Sie ist unser Freund, sie lässt uns nicht im Pech. Musik, 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 sie gehört dazu. Und wenn mal etwas schief geht, aber bitte mit Musik. Musik, 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 Musik. Musik, Musik, Musik.
ich müsste mich sehr irren, wenn Helge Schneider das selber nicht Spaß machen würde und wenn er nicht selber innerlich lachen müsste, wenn er sowas von sich gibt. Und wenn mal was schief geht, bitte mit Musik. Finde ich grandios. Ich glaube, dass das den Leuten, die die Musik machen, selber auch viel Spaß machen kann. Ich habe das erlebt bei der nächsten Band mit Gogol Bordello. Spricht sich schwer aus, hat bestimmt doch was mit einem Bordell zu tun. Die haben mit uns auf einem Festival zusammengespielt und sind die Backstage, da gibt es keinen richtigen Backstage-Raum. Das ist ein riesengroßer Raum, wo mit Pappwänden die Abteile voneinander so abgeteilt sind, damit man sich nicht auf den Tisch guckt oder so. Und im Nachbarzimmer waren eben die Gogol Bordello und die haben vom Eintreffen, bis sie auf die Bühne ging, zusammen Musik gemacht im Backstage aus Spaß. Da haben wir gedacht, wie kann man denn so krank sein und vor dem Konzert schon 2 Stunden spielen? Man muss ja dann im Konzert dann auch lange genug spielen. Und die haben einfach Musik gemacht und gespielt und dann auf der Bühne dann nochmal und danach wahrscheinlich dann auch, dann bin ich ins Bett gegangen. Aber das fand ich sehr beeindruckend, dass einen die Musik so packt, dass man die einfach immer machen will. Revolutions per minute. This is my regular speed. So how do you want me to live with it? How do you want me to live with it? Without ringing all alarms, without overthrowing cars, without emptying the bars, without doing with your charge. 60 revolutions per minute. This is my regular need. So how do you want me to live with it? How do you want me to live with it? I'm gathering new generation that's gonna stand up to it. To this karaoke, karaoke dictatorship. Where posers and models with guitars boogie to the shit for beats. I make a better rock revolution alone with my dick. Se ha muerto el policía. Pese a lo que digan, ya está todo arreglado. Digas lo que digas, ya te mandan deportado. El que tiene impone sobre la ley dispone. Mientras que el pobre es pobre, pobre, pobre. Y otro se la come, come. Pobre, 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 pobre. Y otro se la come, come, come. Pobre, 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 pobre. Y otro se la come, come. Sonidero nazionale sta ruba Cuba. Radio 1 Flake, des Tastenfickers Podcast.
abgesehen davon, dass das Lied gut zum Tanzen ist und auch gute Laune verbreitet, ist es eigentlich richtig ein analytischer Song, weil ein Brassorchester, also ein Blasorchester versucht, die Bausteine des Technos mit ihren handgespielten Sachen zusammenzubringen. Also es versucht jetzt den Code des Techno, so heißt das Lied auch, oder Techno, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, mit einem C, versucht es so zu entschlüsseln, um zu sehen, was ist Techno, also was macht so Techno aus? Die Instrumente sind es ja offensichtlich nicht, weil Techno-Instrumente ist ja im Prinzip ein Computer, der Pattern abspielt, so hintereinander. Das heißt, es wiederholt sich immer derselbe Schlag, derselbe Sound, der vielleicht leicht moduliert wird. Aber in diesem Blasorchester kann nichts moduliert werden, kann sich nichts wiederholen, weil alles vom Menschen gespielt ist. Also es ist im Prinzip wie so eine gläserne Frau, wo man so reingucken kann in das Techno-Lied. Und ich finde es sehr interessant, dass das im Prinzip ein Blasorchester macht. Aber ich glaube, die machen das nicht nur zum Erklären, sondern auch, weil es einfach Spaß macht, sich das anzuhören. Das nächste Lied heißt Rebel Music. Also das würde ich jetzt als Rebellionsmusik über oder so übersetzen. Und das Interessante daran ist es, dass es von Bob Marley ist. Und der ist ja nun nicht dafür bekannt, jetzt sehr energiegeladen zu sein oder sehr rebellief, ich weiß nicht, wie man das nennt, weil er ein Anhänger des Rastafaris ist. Und ein wesentlicher Bestandteil der Rastafarei ist nun mal das Weed, also das Rauchen von Marihuana. Das gehört fest damit zum Basislebensinhalt, dass man immer raucht und sich entspannt. Und Rebellion und Tiefenentspannung geht für mich jetzt nicht so Hand in Hand, weil wenn ich, also ich habe vielleicht ganz früher mal gekifft, ich habe da eigentlich nur rumgesessen und gekichert. Und ich wüsste nicht, was da sonst passieren sollte oder so. Jedenfalls hat es mit Rebellion in meinen Augen eher wenig zu tun. Es gibt ja diesen völlig bescheuerten Witz, wo man fragt, was passiert, wenn man einem Kiffer das Gras wegnimmt? Dann sagt er, mach die scheiß Mucke aus. Hat jetzt schlecht erzählt, war. Wir hören mal lieber uns was an. Roadblock, roadblock, roadblock.
playing down there? Hey, 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 Mr. Carter. Oh, got no bird surfer ticket on me now. Take it on me now. Die Rebellion muss jetzt nicht immer in bewaffneten Kampf münden. Es ist ja schon generell lobenswert und bewundernswert, wenn ein Musiker seine Popularität nutzt, um politisch was zu ändern. Bob Marley hat das wirklich getan. Der hat bei einem Konzert in Kingston wirklich die verfeindeten Regierungschefs auf die Bühne geholt, also von den verschiedenen Parteien, die gegeneinander gekämpft haben, und hat sie mehr oder weniger gezwungen, auf der Bühne während des Konzertes sich die Hand zu reichen. Das war eine große symbolische Geste, die aber auch in der Realität ein bisschen standgehalten hat. Also es gab ja richtig bewaffnete Kämpfe in der Zeit und die haben dann nachgelassen und das Volk hat eben gesehen, die beiden standen nebeneinander, geben sich die Hand. Das war ein riesengroßer Schritt und sowas finde ich ganz großartig, wenn Musiker sowas schafft, dann ist... Also kann er auch von Rebellion singen, so dass man dabei einschläft, dann haut das schon hin. Eine andere Band, die auch von Musik singt, hat im Namen wenigstens schon den Punk. Die heißen Deft Punk. Ich weiß bis jetzt nicht, was das bedeuten soll. Ich kenne Deft Bier, das ist Bier direkt aus dem Wasserhahn oder Backdraft oder so. Aber Deft oder Daft, vielleicht ist es Französisch, vielleicht Englisch, vielleicht bin ich einfach auch nur zu ungebildet. Vielleicht ist es die Abkürzung aus den Anfangsbuchstaben wie die Pudis oder so, die heißen ja auch Peter oder wer heißt denn Ulrich? Keine Ahnung.
Ja, jedenfalls Daft Punk singt von Walling and Scratching. Und was Scratching heißt, wissen wir ja, das ist, wenn man mit der Nadel auf der Platte kratzt. Und das ist ja auch schon eine Art von Musik machen wieder. We'll be right back.
habe nachgeguckt, Deft heißt so viel wie dämlich. So hat nämlich ein Musikkritiker die Band benannt. Als er sich das angehört hat, sagt er, so ein dämlicher Punk-Trash. Es zeigt drei Sprachen gemischt oder so, obwohl es waren nur zwei. Also so ein dämlicher Mistabfall. Und dann fand die Band selber so lustig, dass sie so beschimpft wurden und haben sich selber Daft Punk benannt. Das zeugt von großem Geist. Und das Lied gefiel mir auch gut, weil nicht gesungen wurde. Man kann nämlich auch viel sagen ohne Worte. Dazu ist ja schließlich die Musik erfunden worden. Die Musik ist ja dazu da, dass man nichts sagen muss und einfach was spielt und die Leute verstehen trotzdem so, was man meint. Denn letztendlich ist von Musik zu singen immer so, als kommt ein Nachrichtensprecher ins Fernsehen und sagt, guten Tag, ich heiße Paul und mir geht's heute ganz gut. Hab ein bisschen geschwitzt vorhin, als ich hierher gekommen bin und so und erzählt nur von sich die ganze Zeit und lässt die Nachrichten weg. Ist auch sehr lustig und von seiner Sicht aus gesehen noch genauso wichtig wie die Welt und der Wetterbericht, aber vielleicht interessiert die anderen Leute dann nicht so sehr wie das, was da die Band bzw. der Nachrichtensprecher eigentlich zu sagen haben. Letztendlich aber kann jeder machen, was er will, solange er keinem anderen wehtut oder keinen anderen stört. Und Musik ist Musik und ich freue mich ganz doll, dass es die gibt, sonst gäbe es ja hier auch den ganzen Sender nicht und die Musiksendung generell und die Musik ja an sich auch nicht und das wäre doch sehr, sehr schade. Also wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit mit Musik und wenn es Popmusik ist. Tschüss. Selling like a hotcake. Try some, buy some, feed 5-4-5. Talk about pop music. Talk about pop music. Shoo-be-doo-be-doo-wop. I wanna dedicate it. Pop, pop, shoo-wop. Everybody made it. Shoo-be-doo-be-doo-wop. Infiltrated. Pop, pop, shoo-wop. Activated. New York, London, Paris, Munich. Everybody talk about pop music. Music. Loud and clear.
Flacke, des Tastenfickers Podcast von Radio 1.